Willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Wir sind immer noch an den Parallelquests, haben beim letzten Mal ein paar nicht ganz so gut gemacht und heute wird's besser laufen, weil wir Son Goku, Son Gohan und Son Goten besiegen. Ein Krieger nach dem anderen taucht auf, besiege alle in dieser Kampfserie. Das schaffen wir, oder? Aber ich glaube, da spielen wir lieber als wir selber. Weil das wird garantiert nicht so nett vonstatten gehen. Und da brauchen wir auch ordentlich Verstärkung. Also wenn da die guten Krieger kommen, dann brauchen wir auch gute Krieger. Können wir eigentlich hier Metal Cooler Super Schurke und Golden Freezer Super Schurke nehmen? Dann sind wir ja eigentlich perfekt gerüstet dafür, oder? So als drei Mitglieder des Freezer-Clans. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich möchte mir das einreden. Okay, jetzt ist erstmal hier Tenshinhan dran. Vielleicht sollte ich mich golden machen. Das reicht, Yamcha. Gerade du solltest dich nicht so aufspielen. Du bist kein Kämpfer mehr. Und ich komme nicht dazu, mich zu verwandeln. So, komm. Tschüss, Yamcha. So, haben wir hinterher gefeuert. Yamcha. Wirst du nicht. So. Hallo Piccolo. Oh, es taucht noch einer auf. C18 und Krillin. So, machen wir erstmal Piccolo fertig, dann kümmern wir uns um C18. Oder besser gesagt, wir kümmern uns zuerst um Krillin. Erstmal den Schwachen. Ja, das stimmt, Piccolo. Ah, ich habe, glaube ich, C18 sauer gemacht. Jo, hab ich. Ist aber nicht schlimm, weil C18 hat keine Chance gegen uns. Also ich meine, unsere Supernova hat sie ja mit einem Schlag weggepustet. Das war ja nix. Dann hoffe ich, jetzt kommen starke Gegner, also sowas wie Majin Buu. Ich nehme einfach mal an, es wird Majin Buu sein. Okay, Videl und Mr. Satan, da muss ja eigentlich Majin Buu gleich noch nachkommen. Ja. Als hätte ich's nicht gesagt. Dass du überhaupt unter Wasser kämpfen kannst, ich meine... Wir gehören so ein Freezer-Clan. Wir können in der Weite des Alls überleben. Da denke ich mal, können wir auch unter Wasser überleben, wenn wir keinen Sauerstoff haben. Aber ich meine, Videl, die kann das nicht. Ja, Buu ist sauer. Buu ist dummerweise unnötig sauer. Ja, nee, ich wollte jetzt nicht aufs Portal schießen. Sorry, Vegeta, wenn du nicht blau wirst, hast du keine Chance. Ach, Trunks und Future Trunks. Und Son Gohan Zukunft. So, Vegeta. Dein Spiel können wir auch zu zweit spielen. So. Son Gohan Zukunft, du hast doch gerade einen Moment Zeit, ne? Du dürftest nur einen Arm haben, das kann ich nur immer wieder betonen.
Freezer, du solltest dich lieber um, ja, um die beiden kümmern, die deinem Bruder gerade einheizen, als mit mir hier auf Son Gohan einzuprügeln. Den schaffe ich mit meinen Todesstrahlen auch alleine. So. Glaubst du, nur weil du Freezer beim letzten Mal erledigt hast, hast du jetzt eine Chance gegen mich? So. Mal gucken, was du... Oh Gott. Ja, zu einer Supernova sagst, wollte ich sagen, aber egal. Ich habe keine Ausdauer mehr, das ist jetzt das Problem. Jetzt kriege ich hier erstmal auf die Schnauze, aber das wird sich gleich wieder ändern. Ja, wie geht das? Musst du gerade sagen, du warst der Erste, den ich zerlegt habe. Und Trunks Kind ist zumindest der Letzte, der noch steht. Und Golden Freezer ist gleich wieder hin. So, die Todesstrahlen-Kombo hier. Das war ganz einfach, du hast dich ja nicht sonderlich gewehrt. Es war viel schwerer, das Vegeta anzutun. Und Trunks. Da kann man fragen, wie konnte ich das ihm nur antun? Also es geht das nächste Portal auf. Von einem Portal zum anderen. Moment, wohin muss ich? Da. Ach, bei den Kaioshin. Dahin muss ich. Willkommen in der Welt der Kaioshin. Wie, ich hab die doch schon losgelassen, erzähl mir nichts. Vergiss es, Gohan. Ja, Freezer ist mal wieder erledigt, aber Cooler macht das schon. Wir müssen bloß Son Gohan so lange beschäftigen. Verdammt, es klappt nicht. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich muss, glaube ich, Cooler gleich mal heilen. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich auch einfach bloß eine Energiekapsel einwerfen. So. Ach, so ein Goten ist auch noch dabei. Den habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Das erklärt auch, warum die anderen draufgegangen sind. Weil sie nicht nur mit einem Gegner zu tun hatten, wie ich gedacht habe. Problem ist, ich könnte sie zwar wiederbeleben, aber ich sehe da drin derzeit noch nicht so den Sinn. Ich weiß nicht, auf wen ich zuerst einprügeln soll. So. Die Supernova braucht zu lang und da werde ich nur wieder getroffen. Ich auch nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so weit kommt. Aber es ist so weit gekommen. Ich habe heute schon mal ein Kind geschlagen. Es funktioniert nicht. Diese Supernova, die klappt hier nicht. Die sind zu schnell. So. Ja, das tut weh. So, kommt da noch wer? Ich fürchte ja.
Oh Gott. Komm, steh auf, Freezer, steh auf. Ja, der muss sich jetzt bloß um Cooler kümmern. So, jetzt stehen nämlich alle wieder und wir sind wieder gut. So. Ich treffe ihn nicht. Gut, mach ich es halt so. Keine Ahnung, wo er ist. Ich schieße einfach ins Blaue. Was? So. Schafft. Naja, kommt noch einer. Bonuskampf. Wird er jetzt blau? Das Portal ist offen. Ich sag bloß, da kommen nochmal Bills. Jetzt fürs Grande Finale. Ja, sieht so aus. Nein, Gotenks. Wahrscheinlich auch noch Gogeta, ne? So wie wir sie kennen. So. War das etwa alles? Nee, da kommt noch einer. Ja, wir kommen nochmal Vegeta und Goku, also ich wittere Gotenks. Er hat so ein starkes Duftwasser, deswegen kann man den wittern. Gogeta meine ich. Entschuldigung. So. Na? Ach komm. Schmeiß ich halt wieder eine Supernova. Habe ich ja hier vom Cooler gelernt. So, komm noch einmal. Ein Todesstrahl und das war's. Danke. Nein, Super Saiyan 2 ist nicht genug, wenn 3 es auch nicht war. Ach, Vegeto. Als Super Saiyajin immerhin. Also als Super Vegeto. Sorry, dass ich ihn dir raushaue. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Der macht doch Metal Cooler kalt. Der geht jetzt auf Super Saiyajin 3, ne? Natürlich, ja. War ja klar, dass der sich nicht einfach hier so mal eben damit abgibt. Ich befürchte, Metal Cooler ist gleich tot. Und Freezer wird nicht wieder auferstehen. Und ich darf mich dann auch noch mit dem, ja, ich darf mich dann auch noch mit dem Dreifachen abgeben. Aber egal. So. Verdammt. Gotenks, mach mich nicht wütend. So. Das ist hier 15 Minuten. Der Part ist gleich vorbei und das Schlimme ist, die Zeit, das Zeitlimit für die Mission auch. Du hast mich vielleicht getroffen und meine Verteidigung gebrochen. Aber die Supernova hat ihr Ziel erreicht. Videlskleidung, ja, brauchen wir nicht.
Aber so, Leute, nach diesem Kampf lasst ihr mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Dragon Ball Xenoverse 2. Bis dann, euer Wolf.